Jetzt haben sie mich aber entdeckt. Okay. Geht tot. Bitte, bitte. Immerhin, Level up. Es ist noch mitten in der Nacht. Oh, ja. Und damit herzlich willkommen zurück auf meiner Ferienreise durch die Standardwelt von Seven Days to Die, Neverskein. Ist leicht diesig heute Abend. Hier war ich fleißig. Wasser habe ich abgeholt. Mein Kofferraum ist leer, wie sich das gehört. Wunderbar. Vielleicht kann ich hier schnell nochmal... Oh. Hier wird noch ein bisschen Eisen verarbeitet. Ja, komm. Schmeißen wir das nochmal an, damit das Eisen auch in die geschmolzene Form überführt wird. Turn on. So, Lehm habe ich noch einigermaßen. Eisen. Blei brauche ich. Und ich habe viele Bücher auf der Tasche, die ich schon kenne. Ja, ich muss sowieso zum Händler. Denn ich will ja eine neue Aufgabe. Im Augenblick kann ich noch nicht so Ferien machen, wie ich gerne möchte. Denn ich muss mich spritmäßig nochmal auf meine eigene Basis stellen. Das heißt, ich kann noch selbst keinen Sprit herstellen. Ich muss das beim Händler kaufen. Das geht zwar. Geld habe ich ja. Aber es wird irgendwie Zeit. Also da wäre ich gerne Selbstversorger. Und dazu brauche ich nicht Milchstationen. Und die habe ich halt noch nicht. So, hier wird noch... Hier wächst noch ein bisschen was. Dann lassen wir das mal in Ruhe. Ja, auf jeden Fall bin ich schon mal ganz zufrieden hier mit meiner Ferienwohnung. Das ist also richtig schön mit angeschlossener Garage. Das gefällt mir schon ganz gut. Und Dachgarten natürlich, das muss so sein. Ja, was haben wir denn? Wir hatten zum Schluss Trade Routes geöffnet in die Wüste. Da waren wir beim Wüstenhändler. Und das bedeutet, dass ich jetzt bei meinem Trader Joel, also bei meinem ortsansässigen Händler, neue Aufgaben bekomme. Und zwar dann höherwertige, die gefährlicher sind, die größer sind, die aber auch hoffentlich einträglicher sind. Und ich hoffe, dass ich dann irgendwann mal die richtige Belohnung kriege. Oder wenn ich Glück habe, dass der Händler vielleicht auch mal als Belohnung, ja, entweder als Belohnung oder im Angebot eine Chemiestation hat, dann könnte ich auf jeden Fall richtig loslegen. Ja, erstmal kann ich noch ein bisschen Geld scheffeln, daher muss ich sowieso hin. 3 Uhr ist noch nicht mal 4 Uhr, Mann. Wie sieht es denn mit Kochen aus, mit Essen? Ich habe hier noch Meat Stew, Hunger habe ich nicht. Was zu trinken habe ich auch. Naja, könnte man bei Bedarf mal wieder was ansetzen. Ich habe ja extra schon 2 Kochstellen, weil das Kochen doch relativ lange dauert. Nur 20 Jucker. Moment. So, 10 Wasser, 10 Jucker. Das wären auf jeden Fall 10 Yucca Juice. Und Yucca Juice ist momentan so das Beste, was ich herstellen kann. Ich habe aber auch noch... Aber da würde ich gerne noch ein bisschen was nachproduzieren. So, Getränke, Yucca Juice. Erstmal ein bisschen Feuer reinlegen. Yucca Juice, 10, 7 Minuten, 44 Sekunden. Guck. Okay, dann müssen wir das hier nur auf 7 Minuten oder meinetwegen 8 Minuten hochstocken. Dann sollte das auch laufen. Gut.
Ja, Yucca. Mensch, in der Wüste hätte ich Yucca sammeln können. Da habe ich wieder nicht dran gedacht. Mist. Schade. Aber auf der anderen Seite, ich bin ja schnell unterwegs. Also ich bin auch relativ schnell wieder in der Wüste. Und bei Bedarf kann ich mir dann mal bei Zeiten etwas Yucca besorgen. Keine Zombies unterwegs heute. Alles schön ruhig. Wie sieht das hier aus? Das ist schon fertig. Da kann ich das hier erstmal ausmachen. Beziehungsweise was Neues reinlegen. 299, ja, Blei muss ich auf jeden Fall. Ja, das dauert immer so fürchterlich lange, den Lehm. Aber den Lehm, den brauche ich auf jeden Fall. Egal, was ich produzieren will. Überall wird Lehm gebraucht, daher schadet es nicht, wenn ich da schon mal was nachlege. So, das läuft. 4:35 Uhr. Immer noch sehr früh. Ich fahre trotzdem schon mal los. Oh, ja. Nachtanken müsste ich bei Zeiten auch. Ich überlege, ob ich hier mal wieder reingucken kann. Hier ist aber noch empty. Dann wird hier noch nichts nachgespawnt sein. Habe ich mal das Auto kontrolliert? Oh ja, untouched. Oh ja, Vehicle Adventures, use. Mechanical Parts sind auch wertvoll. Ach, ich nehme alles mit. Warum mit Platz geizen? Momentan sieht es ja noch ganz gut aus. Prima. Ja, was müsste ich denn noch lernen, wenn ich mir eine Chemiestation selber bauen will? Da muss ich mal bei den Crafting Skills gucken. Und dazu bräuchte ich das Magazin für Workstations. Das heißt Forge Ahead. Und da habe ich momentan Level 40. Das heißt, ich kann einen Zementmixer machen, aber ich brauche Level 50 für die Chemiestation. Okay, ein Zementmixer. Spätestens, wenn die nächste Horde ansteht. Das ist in 20 Tagen allerdings bei mir erst. Ich mache ja Urlaub, ich mache hier keinen Stress. Naja, schauen wir mal. Ich bin ja immer noch ein anderes Problem, was ich wirklich noch habe. Meine Waffen, die sind noch sehr traurig. Also vernünftige Waffen habe ich kaum. Und ich juckle teilweise hier noch mit den Rohrwaffen umher und die sind nicht ganz so toll. Immerhin, ich habe eine gute Pistole, aber hier Pipe Machine Gun. Für die Zeit eigentlich zu spät. Naja. Ja. Immerhin habe ich hier eine Double Barrel Shotgun. Die schon ein bisschen besser. Die hat zwar auch nur zwei Schuss, aber die kann ich relativ schnell nachladen. Das geht relativ flott. Ja, mein lieber Trader Joel, der ist im Boden versackt. Naja, was soll's. Zeig mal gerade erstmal dein Inventar, damit ich hier das Zeug loswerden kann. Das will ich ja alles verkaufen hier. Sell, sell und die ganzen Bücher weg. Hier, 50 Military Armor Parts, 2400. Das lohnt sich. Weg, weg, weg. So, 10.000. Da können wir mit reden. Jetzt will ich mal gucken, ob er eventuell irgendwas Spannendes für mich hat. Banded Armor Plating Mod. Ich glaube, da bin ich aber mittlerweile ganz gut ausgestattet. Ich werde gleich nochmal nachgucken. Rüstung. Ja, da ist noch nichts Gutes in Rüstung. Hier brauche ich auch nichts. Bücher. Bücher armet ab. Kaufe ich sofort. Wiring kaufe ich auch. Get Hammered. Ich arbeite nicht so gerne mit dem Vorschlaghammer. Medical Journals 3.
Das müsste ich bald voll haben. Das ist auch nicht so dramatisch. Das finde ich ständig. Das ist also nicht so das Problem. Ein Anvil haben wir. Potato Seed. Das kaufe ich ihm auf jeden Fall ab. Und Yucca auch. So. Munition. Eine Dreierpistole. Uninteressant für mich. Eine Forge könnte ich haben, aber ne, die kann ich selber bauen. Und ich habe ja eine. Electric Fence Post, immerhin schon mal. Ich bin am Überlegen, ob ich das schon kaufen sollte. Denn irgendwann bekomme ich die nächste Horde und da ist ein Elektrozaun wirklich eine sehr, sehr feine Sache. Ich kaufe es mal. Vitamine und ja, schade. Keine Chemiestation. Na denn. Peace be with you, my friend. Ja, ich würde gerne nochmal mit dir reden und dich mal nach Jobs fragen. Ja, Tier 4. Da ist es. Im Südwesten, relativ dicht zusammen, Fetch Clear. Das heißt, ich muss alle Zombies umnieten und noch ein Päckchen einsammeln. Süden, Nord. Osten, Nordosten, Infested Clear. Infested Clear bedeutet deutlich gefährlicher, mehr Zombies, gefährlichere Zombies, aber auch eine spezielle Lootbox, die Munition und wenn ich Glück habe, eventuell auch Waffen hat. Soll ich es mal gleich machen? Das ist ein bisschen mutig, aber Nordosten, komm, Infested Clear. I could really use some The help, Red Church friend. Residence. Okay. God bless you and good luck. Ja, danke schön. Kann ich brauchen. Ja, Infested Clear, wie gesagt, ist eine neue Stufe. Es ist so ein Zwischending zwischen Tier 4 und Tier 5. Die POIs sind Tier 4, aber die Zombie-Dichte ist deutlich höher. Moment, wo habe ich geparkt? Auf der Seite. Okay. Gibt es hier was zu looten? Nein. Alles noch empty. Schade. Ja, Infested Clear. Jetzt bin ich gleich mal neugierig, wo denn das genau ist. Vielleicht kenne ich mich da ja schon aus oder ist das irgendwo? Bitte nicht im Schneebiom. Es ist im Schneebiom. Okay, das bedeutet, ich muss mich wieder warm anziehen. Ich bin aber noch warm angezogen, wie ich sehe. Die letzte Zeit einfach zu oft im Schneebiom gewesen. Eigentlich noch schönes Wetter. Es könnte sich im Schneebiom aber gleich ziemlich radikal ändern. Daher bin ich da vorsichtig. Moin, Steve. Ja, den Steve ärgert man besser nicht. Er gehört zwar zu den einfachen Zombies, aber er ist ein sehr schneller Zombie. So, wie ich das sehe. Ah, nee. Weiß ich ungefähr, wohin ich muss. Hier komme ich ja direkt ins Schneebiom. Duffelbag. Und die kann ich mich gar nicht erinnern. Cornmeal. Nehmen wir mal mit. Momentan bin ich für alles dankbar. Und vor allen Dingen mit Cornmeal. Da kann ich wissen schon kochen. So, diese Bröckchen, die ich an der Seite sehe, das war bisher alles Eisen. Eisen ist natürlich auch wertvoll, aber im Augenblick schiele ich so ein bisschen mehr nach Blei. Oh, wo muss ich denn hin? Hier am Poppenpulsladen. Hier könnte ich noch ein bisschen Sprit abgreifen. Da hinten muss ich hin.
Das ist auch Eisen. Womit kann ich mich denn am besten hier verteidigen? Nehmen wir mal den Knüppel. Oh, hier, da hinten. Gerade der Puma, der da den einen Zombie angegangen ist. Der hilft mir so ein bisschen. Pumas gibt's hier. Ja, ja, ach ja. Na komm. Einmal auf die Nase, nochmal auf die Nase. Out of Stamina, nicht gut. Kuckuck. Ich muss mal gerade Luft holen. Ach so, der findet mich nicht. Und wirst du mal langsam unten bleiben? Das brauche ich wieder. Ausdauer. Muss ich jetzt echt noch mal eine Knarre rausholen? Nur wegen dir? Ja. Ein bisschen Training brauche ich auch noch. Empty? Oh. Dann brauche ich hier wahrscheinlich gar nicht zu gucken. Empty. Gut. Dann spare ich mir die Zombies. Ja, und die Burschen, die laufen hier überall rum. Also im Schneebio muss man sagen, Holzfäller-Zombies, da muss irgendwo ein Nest sein. Das kenne ich hier alles nicht. Dass das jetzt hier eine ganze Wohngegend ist? Ah ja, doch, 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 die kenne ich. Stimmt. Das ist es. Hier ist meine Arbeitsstätte. Naja, dann parken wir mal. Furious Fists. Ja. Irgendwann mal. Ja, schönes Anwesen. Und hier muss ich... Ah, okay. Mit Keller. Ja, ich würde ja gerne vorher mal durchgehen. Ei! Was ist das denn? Rutsche ich zur Seite. Gibt's was zu essen? Nein, danke. Dann bleibe ich lieber hier bei meinem Meat Stew, was ich Gott sei Dank noch habe. Ich habe übrigens Hunger, sehe ich gerade. Use. Und Durst natürlich auch. So. Augen zu und durch. Pfeile habe ich noch genug. Irgendwie kenne ich das POI, aber... Oh nein, nicht schon wieder ein Holzfäller. Überall sitzen sie rum. Gott sei Dank bin ich mittlerweile einigermaßen gut im Schleichen. Was aber nichts heißt, dass... Der lebt noch. Der sieht zwar sehr tot aus, aber... Habe ich mir doch gedacht. Da muss man immer wieder aufpassen. Knüppel aus dem Sack. Ah, Gott sei Dank. Denn das hier, das fiel mir gerade so ins Auge. Oh, ein Fußballhelm. Was habe ich denn auf dem Kopf? Hm, das ist besser. Aber egal, wenn ich den repariere, eventuell noch ein bisschen schick mache mit einem Mod oder so, dann ist der richtig was wert. Spitzhacke, was haben wir denn so? Ach ja, ich habe ja schon eine Stahlspitzhacke. Ich könnte natürlich jetzt auch mit Lockpicks arbeiten, aber ich meine, ganz so schlimm sind die hier noch nicht. Und da ich eine Stahlspitzhacke habe, mache ich mittlerweile da einigermaßen Schaden. Und so kann ich meine wertvollen Dietriche hier schonen. Sonst breche ich mir wieder einen ab. Ja, das geht relativ flott.
Es gibt auch so spezielle Saves, die haben dann 10.000 Hitpunkte. Da kann ich sie dann eher brauchen. Sharp Sticks, sehr nett. Und ja, haufenweise Bauteile, aber eine komplette Waffe. Oh. Knochen sammle ich jetzt aber erstmal nicht. Ich habe eigentlich auch, wenn ich wirklich mal was kochen muss, da habe ich eigentlich genug. Oh, der war... Steinchen. Hopfen. Ja, ich glaube, das werde ich erstmal nicht brauchen. Momentan arbeite ich noch so ein bisschen Hand in den Mund. Mit Hopfen könnte ich Bier brauen. Weißt du was? Hier draußen. Können wir auch mal ein bisschen Krach wagen. Na, steh auf. Bitte lächeln. So, nachladen. Ja, das war doch zu laut. Sie sieht mich nicht so viel. Immerhin. Komm, ich will mich auch nicht so lange aufhalten hier. Was? Ey, der ist von draußen reingekommen. Blöd, Mann. Ich hasse das. Wie ist der da überhaupt? Und ich habe mir schon wieder das Knie verletzt. Jetzt reicht's. Was soll der Blödsinn da oben? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was macht dieser blöde Zombie da? Du, das kann ich nochmal. Pass auf. Nonk. Nonk. Ein Grund, weswegen ich das Schneebiom nicht so toll finde. So, jetzt aber mal gerade mein Knie verarzten. Okay. Und die Gesundheit steigt, wir können weitermachen. Das ist auch der Grund, weswegen ich eigentlich gerne leiser arbeite. Blei. Der hat einen gesunden Schlaf. Was? So habe ich den denn wieder nicht getroffen? Oh, Leute! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also manchmal frage ich mich auch, wo die Hitboxen sind hier. Bitte lächeln. Danke. Oh! Und die Schlagreichweite. Das ist dann noch so eine Sache. Aber das ist wirklich echt ein Problem. Jetzt der Alpha 21. Wieso? Wo sind eure Hitboxen, Leute? Hä? Eine Mütze. Stoff. Scrap. Das lohnt sich. Oh. Eine ausgebüxte Schlange gibt es auch noch. Office Chairs, die nehme ich immer ganz gerne. Die kann man nämlich schön zerlegen. Und da gibt es viel Leder. Ein so ein Bürostuhl, 6 Leder. Naja, okay. Ich will auch nicht sagen, dieses POI... Oh Gott, die ist radioaktiv. Na, Mahlzeit. Oh. Ein Hoch auf die Bögen. Pfeil und Bogen. Besser als manche Maschinenpistole. Noch einer. Wow. Wow. Immerhin kriege ich die Pfeile auch wieder. Auch hier von ihr. Nett. So, meine Gesundheit steigt so langsam an.
Gibt's Kaffee? Ja. Mal gucken, ob auf dem. Solange sie schlafen. Oder so tun, als ob. Alles gut. Ein Tanktop. Der ist aber nicht sehr gut in der Wüste. Gut wäre, wenn er über 10 wäre. Den kann ich auch zerlegen für Stoff. Und eine Schlaumeierbrille. Die habe ich aber schon. Die ist unbezahlbar. Nämlich Intellekt plus 1. Also für hier diese Basiswerte. Also für die Attribute. Deswegen ist diese 4 auch grün. Und noch besser, wenn ich da nochmal draufklicke, ich crafte schneller. Das vergesse ich meistens immer. Und ich bekomme vor allen Dingen für allem oder von allem 10% mehr XP. Schon wieder radioaktiv. Wieso sind die alle schon radioaktiv? Mensch, ich habe da noch keine Waffen und nix. Aber schon radioaktive Zombies. Scrapping is fun. Nice. Und Schießeisen, Shotguns, wunderbar. Nee, Rifle Ball war das. Also für Jagdflinten. Für jede Waffengattung gibt es hier ein eigenes Magazin. Activate Switch, da geht wahrscheinlich die Garage auf. Da kommen dann die ganzen Zombies rein. Oh. Mist. Wieso ist die schon wieder wach geworden? Nur weil ich einmal kurz gelootet habe. Ah! Lauf! Warum der jetzt eben nicht getroffen hat, weiß ich. Ich treffe hier gar nichts mehr. Oh. Ach, die hat irgendeine Verzögerung auch immer drin. Das ist immer eine Sekunde. Also ich muss dahin schießen, wo die Zombine eine Sekunde vorher war oder so. Oder in einer Sekunde sein wird. Es ist, ja. Strange. Moment. Das will ich mir mal angucken da oben. Ach, ihr wohnt hier oben. Hier thront der Chef. Gott sei Dank ist er nicht zu Hause. Sand. Ja, schmeiß ich das mal weg. Das crap ich schon mal. Aber die zusätzliche, die Nerdbrille oder die Schlaumeierbrille, wie ich immer sage. Ich habe zwar schon eine, aber die bringen auch richtig ordentlich Kohle beim Händler. Die nehmen die immer ganz gerne. Concrete. Concrete würde ich auch gerne mitnehmen. Denn einen Zementmixer kann ich ja mittlerweile herstellen. Und dann brauche ich natürlich auch ein bisschen Zement, um zu mixen. Ne? Animal Fat. Auch sehr wertvoll. Was? Wie geht es jetzt weiter? Doch mal den Knopf drücken. Naja, gut. Kann ich wenigstens meine Taschen leeren. Hier habe ich ja reingeguckt, ne? Ja. So. Packen wir erstmal die Sachen weg. Ich lasse das Blei mal auf der Tasche. Denn ich denke, da werde ich noch einiges von finden. Und dann kann das wenigstens gleich schon stacken. Plastik könnte ich auch gleich schon mitnehmen. Das ist ja auch eine Sache, die man ständig findet. Papier. Gut, weiter. Ja, so viel zum Thema. Wo
Muss ich denn da oben weiter? Da oben ging es doch nicht weiter. Oder sehe ich, habe ich was übersehen? Nee. Egal. Das ist jetzt ja sowieso. Ich habe die... Achso, das geht schon wieder raus. Hier haben wir alles durchsucht. Ach, ich muss in den Keller. Klar. Oh Mann. Der Keller. Immer wieder für Überraschungen gut. Nein, ich will den Bogen haben. Ich überlege gerade, gönne ich mir mal Painkillers. Da kriege ich immer so Durst von. Da steht schon der erste Delinquent. Solange ich leise bin, ist alles gut. Nochmal Scrapping ist fun. Also dafür die Werkzeuge, wenn ich was zerlegen will. Und das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall gut gebrauchen kann. Nochmal Leder. Gibt's was zu trinken? Bier. Sammle ich schon mal, da brauche ich es nicht selber zu brauen. Die Dame habe ich eben so gesehen, das nutze ich natürlich aus. Das waren zwei. Oh. Die ist jetzt mit einem Schuss tot? Ich bin verwirrt. Gut. Ah, ich will nichts sagen, ich nehme es mit. Hallo? Die ist mit dem Kopf unter die Schublade geklemmt. Auch nicht nett. Kartoffeln, Kartoffeln. Von den Kartoffelsamen. Das ist gut. So, die zerlege ich gleich schon mal wieder. Ja, und hier kommt nämlich das, weswegen ich dieses Scrapping is Fun sammle oder gerne lese. Momentan habe ich noch nur die Rohrzange. Aber solche Sachen zerlege ich gerne, weil es nämlich mechanische Bauteile gibt und die braucht man hinterher zum Craften recht häufig und die Rohrzange ist noch relativ langsam. Später gibt es da deutlich bessere Werkzeuge, die Ratsche zum Beispiel. Oder später dann sogar ein Druckluftschrauber, der auch ohne Druckluft funktioniert. Elektrische Bauteile nehmen wir auch gerne. Mama's Justice verbirgt nichts. Das sieht nach einer Falle aus. Das sieht nach einer bösen Falle aus. Das hier übrigens auch. Da könnte ich eine Falle stellen. Ich erinnere mich. Einer weniger. Der wäre unangenehm geworden. Da ist das Main Loot. Da bin ich ja scharf drauf. Aber das wird mit Sicherheit verteidigt. Ich traue mich nicht. Kann ich schnell nochmal auseinandernehmen. Scrap. Ich befürchte, da kommen die. Und vor allen Dingen, wenn ich das gleich starte, habe ich doppelt so viel Zombies. Oh, Doggy! Das ist gut zu wissen. Der wäre ja auch ziemlich unangenehm geworden. Aber das Loot ist gut. Abgesehen davon, dass es auch gut tut. Nägel habe ich, glaube ich, schon gesammelt.
Daher werde ich die weiter sammeln. Corn Seed. Ich glaube, davon habe ich aber eigentlich immer genug. Keine weiteren Zombies. Es sei denn, die kommen hier oben hier aus der Decke dann noch. Oh. Beton? Aber hier nicht. Aha. Okay. Dann mache ich mir keine Sorgen mehr. Klebstoff. Plastik. Ah, das, wenn ich das schon alles so sehe hier. Boah. Das muss nicht sein. Home Cooking Weekly, ja. Findet man komischerweise nur noch in Schränken. Use. Du kommst mit. Den Sand, den schmeißt du erstmal weg. Das habe ich schon. Das heißt, das würde hinterher auf jeden Fall stacken. Stoff, ja. Das heißt, hier die Bandana, die scrap ich einfach mal. Sie. Ne? Ein kleines Mundtuch und 37 Stück Stoff. Also das ist für Leute mit einem sehr großen Mund. Ich würde ja gerne. Das gibt nämlich auch nochmal elektrische und wenn man Glück hat, auch mechanische Bauteile. Die kann man gar nicht genug haben. So. Und Short Iron Pipe sammle ich auch noch. Hier könnte es auch noch was geben. Hier ist nichts versteckt. Okay. Wieso haue ich denn? Ich will zerlegen. Danke. Die geben übrigens hier diese... diese Aktenschränke, die geben immer mechanische Bauteile. Also falls ihr die mal sucht, da sind sie zu haben. Ah, immerhin 9 mm. Das ist schon mal ganz nett. Oh, eine Waffenkiste. Ja, Medical Journal. Habe ich mir schon fast gedacht, dass ich die auf jeden Fall immer finde. Moment, Plastik stackt doch. Aber ich will erstmal in die Waffenkiste gucken. Oh. Nein. Oh. Baseball Bat Quality 2. Ach, da bin ich erst. Oh, Mann. Könnte nicht einmal eine schöne Waffe reinpacken. Das wäre doch mal cool. Kann ich hier noch was reinpacken? Modify. Wurzblätter. Passt natürlich nicht auf eine Schaufel. Nicht so gut auf eine Schaufel. Aber jetzt habe ich noch einen Slot frei. Poppenpilz. Vielleicht finde ich da noch mehr Magazine. Nein. Aber Bandagen und meine Verletzungshäufigkeit ist ja relativ groß. Daher passt das schon. Jawohl. Use. Das kennen wir leider schon, aber können wir verkaufen. Use. Tja, Lockpick. Nee. Das hat, glaube ich, auch nur 5, in Klammern, nur 5000 Hitzpunkte. Ja. Dann kann ich das auch raufkloppen. Na los, mach hinne. Das, da ist jetzt die dicke Wumme drin. Träum weiter. Träum weiter. Oder? Naja. Naja. Ich will nichts sagen. Das kann ich schon mal lesen. Das sind schon Sachen. Und Militärweste. Die ist...
schon mal ganz gut, aber die sorgt auch dafür, dass ich lauter werde. Das muss ich gleich nochmal holen. Ich renne mal kurz rein und raus und ich sag mal bis gleich. So, da wären wir wieder. Ein bisschen Platz habe ich. Alles einsacken. Das nehmen wir auch noch mit. Jetzt muss ich nur noch heile hier wieder rauskommen. Nein, ich werde doch liegen. Immerhin. Es ist jetzt Nacht. Zwar sind die Zombies jetzt ein bisschen flinker auf den Beinen, aber ich bekomme fürs Killen von Zombies mehr Punkte. Das ist immerhin schon mal etwas. Also. Oh Gott, und hier ist jetzt richtig was los. So. Krieg ich den Pfeil wieder? Danke. Okay. Schnell nochmal die Taschen leeren. Verbandsmaterial, das behalte ich am besten gleich auf der Tasche. Ja, meinetwegen auch so. Augen zu und durch. Nachtarbeit. Oh, das ist entfestet. Na, Mahlzeit. Spannung steigt. Drei rote Punkte sehe ich schon. Da ist jemand. Da ist jemand, was Radioaktives. Gott sei Dank. Zumindest normale radioaktive Zombies schaffe ich mit einem Pfeil, wenn ich schleiche. Das ist das Einzige, was mich momentan rettet. Ich mache die Tür mal zu, zur Sicherheit. Hier liegt keiner. Ganz leise. Mist. Was? Wieso zappeln die immer an den Pfeilen vorbei? Jetzt, so. Aber die hat sich vorbildlich bewegt, um meinen Pfeilen zu entgehen. Oh. Liegen. Was? Ach ja, und wenn sie aufstehen, dann hat man sowieso keine Chance. Okay. Ich will gerade mal betonen, dass ich das bisher ohne Verletzungen erledigt habe. Achso, es ist ja nur ein Clear. Das heißt, ich muss kein Päckchen mitnehmen. Dann darf ich auch nebenbei mal gerade... Ach, hier ist wieder nur ein Hütchen drin.
Scrap. Geschenkt. Gut. Ich muss Zombies killen. Kann ich das ganz leise kaputt schlagen? Ich kann das ganz leise kaputt schlagen. Sie war auch nur feral. Wobei nur. Manchmal bin ich mir nicht sicher, was. Und jetzt habe ich Hunger. Auch noch. Ja, dann essen wir vorher schnell noch was. Hoffentlich riechen die Zombies das nicht. Nein, tun sie nicht. Nicht mehr, muss ich dazu sagen. In früheren Zeiten, als Seven Days to Die noch ganz anders aussah, das ist mir, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Das ist hier. Ich habe den. Dass es hier noch einen Dachboden gibt, habe ich gar nicht gemerkt. Gut, dass ich hier schon war. Witzig, Leute, witzig. Und da steckt auch noch einer drin. Oder zwei oder drei. Die Schlange habe ich übrigens nicht gesehen. Ja, die habe ich wesentlich schnell erwischt. Oh. Nette Taschen haben sie. Oder netten Tascheninhalt. Das war überraschend gut. Also hier Steel Tool Parts, die sind selten und wertvoll. Und Magnum Ammo. Tja, wenn ich meine Magnum hätte, wäre schon schön. Almost Justice. Nichts versteckt? Nichts versteckt. Hier wahrscheinlich nicht, weil es die Außenwand ist, aber da würde ich mich auch nicht mehr drauf verlassen. Ich muss Zombies killen. Ich darf nicht looten. Ich muss Zombies killen. Hier ist keiner mehr. Hier ist keiner mehr. Ich glaube, ich muss nur mal auf den Dachboden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da schon alle hatten. Ne, irgendwas ist da. Und jetzt ist mir kalt. Bist du alleine? Ja. Immerhin finde ich jetzt ordentlich 9 mm. Das beruhigt schon. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel loote. Oh. Der Stoffstapel ist schon wieder groß genug. Was haben wir hier? 13,6. Das geht so. Also die besten Hoodies, die man finden kann. Noch eine schöne Jacke. Die ist sogar einigermaßen was wert. Ich will hier nicht nochmal kommen. Ja, jetzt kann ich auch. Einen guten Ledermantel. Der ist natürlich richtig was wert. Aber den behalte ich. Ich weiß nicht, was habe ich denn momentan? Habe ich einen Ledermantel an? Nee, ich habe jetzt ja momentan sogar die gefütterte Jacke. Die hält ordentlich warm. Aber man sieht, dass ich hin und wieder trotzdem leicht am Frieren bin. So, dann machen wir mal weiter. Da liegt jemand. Da, den lassen wir liegen. Ich sehe immer noch zwei Flecken. Schrank. Was meint ihr? Schrank? Da kann ich natürlich wieder nicht reingucken. Es ist so unfair. Was? Kein Schrank? Nehmen wir die.
Und die Küche? Ich habe manchmal das Gefühl, ich hätte hier mehr Zombies erwartet. Aber das kann natürlich noch kommen. Dass die alle im Keller stecken oder so. Das ist ja immerhin infestet. Ich hätte mal die Zombies zählen sollen. Da ist der Keller. Da ist was Radioaktives. Oh oh. Das ist eine Big Mama. Use. Da stecke ich mal gerade ein. So, erstmal den Tom weg. Da liegt auch noch einer in der Ecke. Ja, man muss ein Auge für Zombies haben. Bitte, bitte, ein Schuss. Wahrscheinlich wird es nicht klappen. Nee, die steht auf, habe ich mir schon gedacht. Ja, habe ich mir gedacht. Die braucht ordentlich. Gut, das würde ich als entfestet bezeichnen. Erstmal die Bücherschränke. Robotic Headlamp Mod Schematic. Wow. Das ist auf jeden Fall ein Mod, den man sehr selten findet. Und irgendwann, in einer fernen Zukunft, werde ich vielleicht irgendwann mal tatsächlich eine Drohne haben, die ich damit ausstatten kann. Die kann mir dann den Weg leuchten. Naja. Ah ja, hier waren ja auch viele Zombies. Diesmal werde ich aber leise vorgehen. Alle oben? Oh nein. Schleich, schleich. Ich sehe noch nicht mal einen. Die liegen wahrscheinlich alle da. Hier schwebt noch ein Pfeil. Der ist noch auch noch von mir. Naja. Das sind drei. Und wer weiß, was das für welche sind. Jetzt weiß ich's. Mal gucken. Ich versteck mich. Eigentlich dürften die mich dann ja. Wie war das so schön? Ich bin getarnt. Oh ja, radioaktiv. Jetzt haben sie mich aber entdeckt. Okay. Geht tot. Bitte, bitte. Immerhin, Level up. Oh. Das waren doch alle, bitte. Bitte sag, dass es alle gewesen sind. Hopp. Nein, nun los. Hopp. Jo. Keine Zombies, keine roten Punkte. Keller. Augen zu und durch. Da hinten war ein Hund, ne? Radioaktiv. Gott sei Dank noch normale Zombies, die sind. Aber Mutti ist unangenehm, sehr unangenehm. Hoffentlich kommt sie hier hoch. Ja, sie kommt. Sie kommt, sie kommt. Hier kann ich hoffentlich ein bisschen Krach machen. Und das... oh. Nein!
Schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Sowas habe ich befürchtet. Vor allem, ich mache mit meinen Waffen auch noch kaum Schaden. Das ist das Problem. Und die anderen, die schützen die radioaktive Mami hier. Wow. Die ganze Nacht. Oh weia, weia, weia. Und ich bin noch nicht durch. Ich hoffe, das war aber das... da muss ich lang. Das war, glaube ich, die größte Menge. Irgendwo wurde noch einer angezeigt. Wo ist der Doggy? Ich will keine schlafenden Hunde wecken. Es ist kein Doggy. Ach, das war's. Das war's. Ich hab's geschafft. Und eine Waffentasche. Die kenne ich auch noch nicht. Wow. Okay, das war mein erstes Tier 4 Infested Clear. Und ich lebe noch. Leicht angedetscht, aber... Das kenne ich ja nicht anders. Ich würde sagen, das war jetzt relativ lange. Daher bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und es geht weiter mit meiner ziemlich anstrengenden Ferienreise durch Nevis Gain. Falls ihr übrigens irgendwelche Fragen zu 7 Days to Die habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich gehe da gerne drauf ein. Eventuell mache ich dann auch mal ein Tutorial oder sowas. Oder probiere einfach gerne mal was aus. Mein Lieblingsbild. Das Main Loot. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.